Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queer Stality und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Kartenbastelreihe Hashtag Jaros Kreativkarten. Ja, das Thema bzw. die Themen für diese Woche lauteten gestreift, Holz und Winter. Bei 32 Grad Winter, sehr schön. Jedenfalls habe ich mir hier schon mal einen blauen Kartenrolling geschnappt, den falze ich mir auch gerade mal, beziehungsweise falten. Und als nächstes schneide ich mir einen Kartenaufleger aus meinen Planko-Karteikarten aus. So weit zurecht. Muss ich nur schon wieder wissen, wo meine Geodreiecke hin sind. Permanent müssen wir die Dinge ansuchen. Naja, hier habe ich zumindest das Kleine. So, der Kartenrolling ist 10,5. Ich denke, wenn man 10x14 machen, ist es okay. So. Sieht doch soweit ganz gut aus. Dann kümmern wir uns jetzt um das gestreift. Und zwar suche ich mir jetzt hier aus meiner Washi-Tape Sammlung einige blaue Washi-Tapes aus, die winterliche Motive haben. Schneeflocken zum Beispiel. Hier haben wir noch Eis mit Sternen, das kann man auch noch dazu nehmen. Klebe ich mir die jetzt schräg auf diesen Kartenaufleger auf. Damit hätten wir sowohl die Punkte gestreift, wie auch Winter schon mehr oder weniger abgehakt. Allerdings habe ich noch das Holzthema offen. Und ich habe mir vor einer gefühlten Ewigkeit mal diese Banderolensterne geholt. Und ich dachte, die sind echt ganz schön. Nur das mit blauem Band noch darüber spannt quasi. Wieder mal ein freiwilliger rein. Damit hätten wir auch das Holzelement drin.
klebe ich mir jetzt noch doppelseitiges Klebeband, eine Klebeband hinten auf den Aufleger drauf und dann brauchen wir den nur noch auf den Kartenrolling anzubringen. Alles klar. Und damit wäre meine Karte für das dieswöchige Jahres Kreativkarten auch schon fertig. Mit den Themen gestreift, Winter und Holz. Ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.